Alles klar. Arthur, ich bin ja gleich mit meinen Freunden hier zum Lasermax spielen. Vielleicht kannst du kurz erzählen, was hast du hier für ein Geschäft? Ja, das ist die Lasertech-Halle in Hünscheid. Hier wird, wie schon gesagt, Lasertech gespielt. Lasertech ist ein Fun-Sport aus dem Amerikanischen, wird jetzt auch immer größer in Deutschland. In Lünscheid haben wir das jetzt seit 2 Jahren. So würde die Halle hier aussehen. Die Westen funktionieren halt, ja, man hat vorne einen Taser. Mit dem Phaser, der gibt einen Lichtstrahl von sich. Man muss versuchen, halt die verschiedenen Sensoren zu treffen an der Weste, kriegt Punkte dafür. Ist ein actionreicher Sport, macht Spaß und ist gut für jeden was dabei. Klingt spannend. Mit wie vielen Leuten kann ich das hier maximal spielen bei dir? Also unsere Halle ist bis zu 21 Leute ausgelegt. Also 21 Leute können gleichzeitig spielen. Machen aber auch Firmenveranstaltungen für bis zu 80 Personen. Das geht dann auch. Da spielt man halt immer mal abwechselnd. Wenn ich mit dem Lasertech-Spiel hier fertig bin, wie kann ich den Abend hier ausklingen lassen bei dir? Ja, dann bieten wir noch verschiedene andere Unterhaltungssachen, wie zum Beispiel, wir haben einen Kicker, wir haben einen Billardtisch, wir haben Just Dance, das ist eine Leinwand, da tanzt eine Figur vor, man muss nachtanzen, macht sehr viel Spaß. Ja, Billard, Dart haben wir, ein Boxer, da kann man seinen Rekord oder seine Kräfte messen, ist auch immer ganz lustig. Ja, spannend. Und wenn ich was getrunken, wenn ich was ausgeschwitzt habe, dann kann ich die Flüssigkeit bei dir vorne an der Bar wieder auffüllen, richtig? Richtig, genau. Wir bieten alkoholfreie Getränke, auch alkoholische Getränke an. Das ist an jedem überlassen. Natürlich beim Lasertech-Spielen darf man nicht so viel Alkohol trinken, aber danach kann man den Abend schon ausklinken. Alles klar, wie kann ich bei dir bezahlen? Zahlen kannst du bei uns bar oder mit EC-Karte und wir akzeptieren den Lünschein. Ja, spannende Sache. Da würde ich sagen, trinken wir uns noch eine kalte Cola und warten auf meine Freunde und dann legen wir mal los hinten, oder? Let's go.